Und herzlich willkommen zurück. In der letzten Folge haben wir eine Hauptmission gemacht. Wir haben den Blast bekommen. Wir können jetzt hier so Eis wegschießen. Das ist geil. Genau. Und dann gehen wir mal weiter. Ja, mit einem Fuß in der Luft schweben, gar kein Problem. Yeah! Ist ja gut. So, mal ein paar von diesen Dingern hier einsammeln, weil die sind ja auch wichtig. Jut. Hoppala. Ja, ich falle überall durch. Es ist normal. Ah, Moment mal. Was haben wir denn hier? Was ist das denn hier? Hoppala. So. Ja, ist ja gut. Brüll doch nicht immer so rum. Ist ja gut. Ah, da hinten ist eine Präsenz. Ja, komm, machen wir die mal weg. Hallo, Aliens. Na, oh, du scheiß Auto ist im Weg. Alter, was macht mir denn hier so viel Schaden? Vielleicht die Gegner. Sag mal, kannst du vielleicht mal sterben oder so? Wäre da vielleicht mal eine Möglichkeit? I kill you. Ach, das ist ein Polizist. Aua, Herr Polizist, hören Sie auf mich zu schießen. Mensch, ich rette Ihre Stadt, Mann. Was geht bei Ihnen? Au. Das interessiert ihn anscheinend nicht. Gut, dann muss ich schnell weg. Ich soll wahrscheinlich nicht die Welt retten. Ich bin Tim Bensko. Ich muss eben die Welt retten. Nur noch kurz die Welt retten und mit dem Präsidenten chatten. Wie ging das Lied jetzt nochmal? Strommast hochlaufen, gar kein Problem. Hui. Ich finde das so geil, dieses Rumgehüpfe und dieses Rumgefliege hier. Da bin ich vorbei. Ja, ist ja gut. Brüll doch nicht so rum hier. So. Genau, dann gucken wir mal hier in die Flucht.
Brich aus der Simulation aus. Genau, das machen wir mal. I constructed a door that'll allow your mind to get out of the simulation and back into your body. Head toward it. You got it. Hey, what can you tell me about the Zen invasion? The good news is they didn't get everybody. Just a whole bunch of people. According to what I've been able to decipher, the simulation is designed to house the best and the brightest specimens from various worlds. The best and the brightest from an entire planet? How big is this thing? Big. But they haven't gotten to all of Earth yet. That's what she said. Just the major cities. Last I heard, Oleg was up at Camp David. That area doesn't look like it's been hit yet. We need to stop the Zen from getting the rest. Once you're free from the simulation, I can sever your connection to the Zen Matrix. This will allow me to retrieve your body here in the real world without you suffering permanent brain damage. So where am I in the real world? They ain't doing nothing to my body, are they? It's in a safe place. Once you're free, I'll pick you up at the landing platform. So, jetzt wollen wir hoffen, dass wir wieder rauskommen. Ich meine, ich kenne das Spiel ja. Aber, ja. Kinzi hat jetzt irgendwo ein Tor. Aua. Wieso sage ich eigentlich immer Aua? Der hat wohl Aua, aber ich habe keinen Aua. So, also Kinzi hat jetzt hier irgendwo einen Ausgang kreiert. Da hinten irgendwo. Und jetzt hoffen wir mal, dass wir da raus... Hoppala. Dass wir da rauskommen. Aus dieser Simulation. Da sind wir schon. So, öffne die Tür. Machen wir das doch mal. Hey, Kinzi, the door is locked. Wrong door. Falsche Tür. Ja, dann zeig mir doch die Tür richtig. Oh, good job. Das sieht aus wie ein Portal. Das ist doch keine Tür, das ist ein Portal. Einmal bei Dr. Who durch den Zeittunnel. So. Oh mein Gott, jetzt kommt da gleich das mit dem... Ja, ich glaube, das wird jetzt eine sehr lange Folge. Ich hoffe, ich habe so viel Platz. Gut, dass gewisse Sachen gepixelt sind. Wir wurden jetzt hier irgendwie gefangen genommen. Und wir sind total voll geschleimt. Was auch immer das ist für eine Flüssigkeit. So. Wir sind irgendwo... Das sind wie so Brutkästen. Und wir waren da drin in dem Brutkasten. Na, herzlichen Glückwunsch. Kinzi. Hey, where the fuck? Ich kann nicht schneller laufen, ne? Das ist so vom Spiel geskriptet. Alles geskriptet. Sag mal, was hast du denn hier gegessen, Junge? Super retro. So, jetzt ist er erst richtig wach. This is what I do! This is human!
on a spaceship? What the fuck? Ja, du bist auf einem Spaceship. Auf einem Raumschiff. Auf einem Raumschiff Enterprise. Nee. Oh, you better be on your way, Kinsey. Mein Gott, geh tot. So. Ja, das Ding wird heiß. Aua. Hier war doch gerade noch einer. Kannst du mir denn erzählen? Hier war da noch einer, oder habe ich mich verguckt? Where's that fucking platform? Oh, weia. Aua. Oh, hi. Na, auch hier. Headshot. Ich gucke mich jetzt hier mal eben schnell ein bisschen um, damit man mal sieht, wo man so ist. Jetzt wird's wieder geskriptet. Kinsey, I'm getting worried about you. Am I on the wrong? Oh, fuck. Tell Zinyak his ass is mine. Hey, don't worry, I'll be there, blah, 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 blah. Habe ich keine andere Waffe? Ja, hier so was Kleines. So. Floink, floink, floink. Ja, wir standen eigentlich schon dahinter, ne? Aber ist geskriptet halt. Unser Raumschiff. Raumschiff Voyager oder keine Ahnung. Sehr gut. Thank you. I mean it.
Jetzt kommt das schöne Fliegen, da muss ich mich durchmanövrieren. Entkomme dem Schiff. Hold up. You saved Keith David before me? I passed by him on the way out. Hey, how'd you get out? Let's just focus on flying, shall we? Yeah. Hey, Kinsey, this ain't got a radio? Radio signals bounce around space for... Shit, yeah. That's that song I really like. Ja, ich wusste es. Genau deswegen. Ich muss das mal gucken. Ich will hoffen, dass ich keinen Copyright-Strike bekomme. Ja, von Checkpoint nochmal von vorne. Also, ob ich das jetzt so auf Anhieb schaffe mit dem Raumschiff, weiß ich jetzt nicht. Ah, so kann man sich drehen. Okay. Oh, ich kann nicht. Ich kann das nicht. Radio signals bounce around space for... Shit, yeah. That's that song I really like. La 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 la. Ich will hoffen, dass ich keinen Copy-Strike kriege. Ja, sehr schön. Ja, so kriege ich bestimmt keinen Copy-Strike, wenn ich überall gegen donner. Ja. Ja, hervorragend. Ich konzentriere mich am besten einfach. Passed by him on the way out. Hey, how'd you get out? Let's just focus on flying, shall we? Yeah. Hey, Kinsey, this ain't got a radio? Radio signals bounce around space for... Shit, yeah. That's that song I really like. Ich sag jetzt nichts, ich muss mich konzentrieren. Ja, ist doch schön. Alles gut. Ein bisschen Kollateralschaden hat man immer. Geschafft. Wir sind aus dem Alienschiff raus. Nice. New. Space Taxi to the sky. Sorry. Da ist die Welt, wie sie uns gefällt. Booms. Oh mein Gott. Ist alles weg. Die Erde ist kaputt. Computer. You too.
that's it. Yeah. Right. That's good. Their historians look back on the fall of the Xena Empire. This will be the defining moment. An act that was supposed to demoralize, galvanized. And a course was set that the Saints could never back down from. But even more monumental is this. If the Earth was not destroyed, pragmatism would have won over desperation, and the Saints would never have been reunited with the most dangerous man in all of history, Johnny Gat. Unser Boss, Johnny Gat. Like all good stories, the second act begins with a call to action and the building of a robot. Die echte Welt geschafft. Naja, die ist jetzt zerstört worden. Achso, ich muss mal drücken, ich bin ja am Träumen. Das Schiff ist nun verfügbar. Kehre zum Schiff zurück, um mit den Leuten zu reden, Aufgaben zu erhalten, dir Audiologs anzuhören oder eingesammelte Text-Adventures zu lesen. Gateway West. Stanfield. Du kannst jetzt Gateways benutzen, mein Gott, das Englische immer, um zwischen Schiff und Simulation eine Güte, ich kann immer reden, um zwischen Schiff und Simulation hin und her zu reisen. Mein Gott, ist ja schon ein Zungenbrecher. Benutze das Gateway auf Stanfield Island, um zum Schiff zurückzukehren und dort Waffenlager, Kleidung, Fahrzeuge und Bandanpassung zur Verfügung zu haben. So, Besatzungsmitglied vom Schiff Kinsey und Keith. Begleiter Keith David. Keith David kann nun über das Telefonbuch des Hauptmenüs in die Simulation gerufen werden. Er hilft den Saints im Kampf. Begleiter Kinsey. Kinsey kann nun über das Telefonbuch des Hauptmenüs gerufen werden und das gleiche wie beim anderen auch. Bandmitgliederanpassung haben wir auch. Sehr schön. Astrein. Jetzt sind wir natürlich richtig, hier sind wir natürlich richtig sauer auf diesem Zinjak, weil der hat unsere Erde kaputt gemacht. Das muss der dran glauben. So. Thank you, Peg. Thank you. Bin gut im Englisch, ne? Ah, so schön. Thank you, Peg. Vielen Dank fürs Spielen. In deinem Kleiderschrank stehen dir jetzt neue Kleidung zur Verfügung. Ah, da bin ich mal gespannt, ey. Gateway. Aufgaben geschafft. So, haben wir jetzt? Kann ich jetzt mal ein neues Ding anfangen? Darf ich? Ja. Also, dann sage ich erstmal bis zum nächsten Mal. Eure Tofina.